beim bilingualen Profil bei uns an der Robert-Schumann-Realschule in Aachen haben wir es so gegliedert, dass wir ein Fach Erdkunde durchgängig von Klasse 5 bis 10 unterrichten und dann kommt ein zweites Fach immer mit dazu und es geht auch bis Klasse 10 durch. Die Fächer können tauschen. Offiziell gibt es keine Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, was natürlich immer gut ist, wenn die Schüler Interesse an Fremdsprachen haben und auch bereit sind, ein bisschen mehr zu tun, weil wir ja natürlich ein bisschen mehr Zeit brauchen, haben sie auch mindestens eine Stunde mehr in der Woche, was bedeutet vielleicht nur einen Tag mehr Mittagsschule zu haben, aber wenn das Interesse da ist, dann sind die Voraussetzungen gegeben. Ich habe mich für das bilinguale Profil entschieden, da ich es auch sehr wichtig finde, dass man die englische Sprache gut flüssig sprechen kann und man kann sich dann auch besser mit Ausländern verständigen. Zum Beispiel, wenn man in den Urlaub geht, ist das auch sehr wichtig. Und ansonsten, wenn man zum Beispiel nach bestimmten Videos sucht, gibt es viel mehr gute englische Videos anstatt deutsche Videos. Das bilinguale Profil macht aus, dass wir das durchgängig unterrichten und wir unterrichten kleinschrittig, wir visualisieren ganz viel und unterrichten es von Klasse 5 bis 10. Can you translate some planets have? Can you say that in German? Yeah. I have, please. Manche Planeten haben. Very good. So what do they have? Paul. Moons, very good. Thank you, Ayhan, for your perfect translation. My plantation is outside the village. Here I am cutting cacao pods with a big knife. It is very sharp. I know that they are ripe when they become yellow. In unserem bilingualen Zug bieten wir Geografie von Klasse 5 bis 10 durchgängig an und dazu kommt immer noch ein zweites Fach, also zum Beispiel IT, Geschichte, BK, Musik und das wechselt von Jahr zu Jahr. Die Schüler und Schülerinnen haben die Vorteile, dass das Sachfach auf Englisch unterrichtet wird, das heißt die Sprache, die Fremdsprache mehr benutzt wird und so sie sich dem Sprachbad mehr ausgesetzt sind und so die Sprache vielleicht besser erarbeiten und verstehen können. Sie dürfen die Sprache natürlich auch viel mehr benutzen und der große Vorteil von Bili ist, dass es sich zum Englischunterricht unterscheidet. In Englisch achten wir sehr auf Fehler, im Bili-Unterricht versuchen wir die Fehler wegzukriegen, aber es ist Englisch erlaubt, es ist Deutsch erlaubt, es ist Englisch erlaubt, nur wir haben schon festgestellt im Laufe der Jahre, umso älter die Schüler werden, umso mehr sie dem Bili-Unterricht gewohnt sind, umso mehr Englisch wird es einfach und sie erweitern ihre Fachbegriffe auch in Englisch. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich Englisch schön finde, also die Sprache, weil es eben die Weltsprache ist. Und außerdem komme ich in anderen Ländern damit weiter und kann mich so mit anderen Menschen und Kulturen unterhalten.